Dann mal rein da. Klick, klick. Buffs waren nicht vorhanden. Jedenfalls nicht den, den ich haben wollte, nämlich den da. Und Präzision eigentlich auch noch. Also zumindest immer für Girogon, weil der am Anfang ja gar nicht zaubern kann. Im Gegensatz zu den Mädels. Da. Also, töten. Hier war nichts mehr, auch wenn das hier sehr verdächtig aussieht. Das war der Raum mit dem komischen Feuerball, der uns getroffen hat. Warum auch immer. Da hinten sind noch welche. Aha, sofort einen ausgeschaltet. So muss das sein. Ankommen, einen umhauen, Rest in Verwirrung stürzen und alle umbringen. Oder ganz häufig die Wand treffen. Oh, und Kisten. Endlich wieder Kisten. Euch habe ich schon vermisst. Okay, jetzt nicht mehr so wirklich. 8 Gold, 8 Gold, 15 Gold. Also für eine Kiste warst du echt ein Mau. Warum ist der Knopf hier schon gedrückt? Oh, da kommen hier die Diebe. Diebe scheint schon fast stärker zu sein als diese Schläger. Zauberpunkte sind gleich aus. Gauner. Toter Gauner. Einbrecher scheinen schwächer zu sein als Gauner und Diebe sind noch schwächer als Einbrecher. In den Rücken geschossen, wie sich das für einen Dieb gehört. Okay, ja doch, sieht ziemlich übersichtlich aus. Geht's hier weiter? Nee. Also ja, es sind noch einige Räume da, die wir aufräumen müssten. Aber... Oh, okay. Ist trotzdem machbar. Also natürlich ist der Tempel von Ba auch machbar, aber es ist machbar in 3-4 Stunden. Nicht machbar in 1-2 Folgen. So. Gut, Lebenspunkte neigen sich dem Ende, zumindest bei unserem Tank und Tankine. Deswegen kurz raus. Schlafen. Gröbste durchbuffen. Da. Und wieder rein. Hier ging nicht, da ging nicht. Und ich räume schon mal hier am Anfang auf. Ich meine, es macht ja keinen Unterschied, wo wir jetzt töten. Du, hell du. So. Einmal hinterher, bitte. Jetzt fallen die anderen uns hoffentlich nicht in den Rücken. Das wäre taktisch sehr praktisch von denen. Na komm. Jetzt sollte langsam einer umfallen. Oh, 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 oh. Du, du, schau. Oh, oh. Ja, wenn die mal rankommen, haben wir echt ein Problem. Du Wundheim. Irgendjemand kaputt? Nein. So. Genau, flieh. Uffala. Du Wundheim bei ihm. Hier. Du bist erschossen. Da hinten wuseln auch noch Leute rum. Haben aber keine Zauberpunkte mehr zum Heilen. Ja. Ist in den Betten was? Nichts, 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 nichts. Kräuter. Hm. Nicht so die super Ausbeute. Da darf jetzt nichts nah rankommen, sonst sind wir instant tot. Da seid ihr. Komm raus. Ein Typ. Oh. Ein Typ alleine. Was machst du in so einem großen Zimmer allein? Und haut mit einem Schlag unsere Zauberer um. Deswegen hat er alleine ein Zimmer. Hat alle anderen umgebracht. Raus hier. Auge. Fackellicht. Segen. Umdrehen. Wo du gerade dabei bist.
So, komm raus aus deinem Einzelzimmer. Genau, du. Ja, Gauner ist die stärkste Stufe von den diebartigen Gegnern hier. Dreht sich wieder um, kommt der her. So nach dem Motto, eigentlich will ich ja fliehen, aber das hättest du jetzt echt nicht machen sollen. Oh, da war Gold. In einem der Betten. Okay. Doppelbett. Ganz schön dicker. Der ohne Kiste. Leerer Eimer, Gold. Ich hab's. Du hast es. Was hast du denn? Brief des Prinzen der Diebe. Setzt eure Arbeit in Burg Ironfist und Neusorpigal fort. Die Schwachköpfe im Süden sind nicht auf uns vorbereitet. Im Süden ist halt Sorpigal. Die Schwachköpfe im Süden sind nicht auf die unsere vorbereitet, sodass ihr sie wunderbar einkassieren könnt. Denkt daran, eure Beispiele klar und deutlich zu formulieren und die Schafe werden euch überall hin folgen. Den Brief hätte bestimmt auch gerne eine gewisse Bürgermeisterin. Oder dieser eine Typ mit dem komischen Hut. So, hier leben noch ein paar. Oh, da ist wieder so ein Einzelkämpfer. Einzelkämpfer, da. Ja, Gauner heißen die. Tod ist er gleich. Na komm. Lagerraum. Beutel voll Gold. Blaue Flüssigkeit war Charisma. Jo. Leer. Oh, sieht schick aus. Leer und das war's. Irgendwo noch ein Schalter vielleicht? Nö. Dünn. Sind wir bald schon durch mit dem Ding, ja? Also die eine abgeschlossene Tür fehlt noch. Oh. Die eine abgeschlossene Tür fehlt noch, aber da werden wir erstmal irgendwo was drücken müssen. Leeres Fass. Blaues Fass. Blaues Fass. Gelber Geschick. Weiß war Glück. Das kriegt sie. Lila war Reaktion. Orange war Intellekt. So, jetzt Beute, 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 Beute. Säcke, die leer sind oder komische Sachen drin haben. Du dahin, du dahin, du dahin. Weg. Zauberpunkte plus 2. Na gut, macht jetzt nicht wirklich so viel Unterschied, aber was soll's. Du weg. Du weg. Und was machst du jetzt? Du siehst ganz schön pompös aus. Oh, und das hat der Schalter gemacht. Okay. Wir sind auf der Rückseite von der Tür, die wir nicht aufbekommen. Also auf der Rückseite des Raumes, wo die Tür ist, die wir nicht aufbekommen. Stimmt. Jetzt haben wir schon eine Verbindung zum Ausgang. Okay. Da sind ganz schön viele von den großen roten Schlägern drin. Das war die falsche Entscheidung, hier abzubiegen. Ja, jo, Hilfe trifft's. Oh, 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 oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Rundenbasierend. Hauen, hauen. Uff. Es hat geklappt. Dich aufwecken. Geschafft. Dich vollpumpen. Nee, ich denke, wir werden jetzt sterben. Was nicht schön ist. Aber anscheinend nicht zu verhindern. Geschafft. Resistenz. 10 Resistenzen.
Schutz. Gerogon, schütz dich. So, kommt alle mal hier rein. Dann laufen wir einmal im Kreis. Komm, ich brauche einen Heiltrank. Repariert. So, im Laufen kurz reparieren. Ein Heiltrank. Sternfeuer können wir hier drin nicht sprechen. So, lauf, lauf, lauf. Jo, 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 jo. Das war knapp. Gut. Schön weiterlaufen, nicht aus Versehen die Falle da vorne tappen. Raus, 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 raus. Nichts hier weg. Schlafen, schlafen. Heiße, heiße Hopsasa. Das hätte echt sauer gehen können. Und dann wären 3700 Gold weg gewesen. Das wäre extrem schade gewesen. So. Rein. Die Gruppe von eben wieder aufmischen. Du zum Beispiel. Wo sind diese roten Schläger? Davon haben wir noch keinen umgebracht. Da sind sie. Genau du. Straßenräuber. Einbrecher. Okay, okay. Einbrecher ist tot. Oh, es sind gleich beide Straßenräuber. Hier ab. Nicht die arme Lay hauen. Oh, okay, den haben wir gleich. Na gut. Jo, sehr schön. Flieh. Oh. Oh, es ist nur noch Kleinkram. Sehr schön. Damit hätten wir das Diebesnest ausgeräumt. Oh, du bist einer von den ganz garstigen, ne? Jo. Ja, doch. Er ist garstig. Oder Lay hat wieder eine kaputte Rüstung. Zeig mal kurz. Nö. Das ist krass. Er hat einmal zugehauen und flupp. Die war, glaube ich, auf 60% oder so. Übel, übel. Na gut, ich will plündern. Ich will plagen. Ich will überhaupt. Die Schild. Halbiert den Schaden durch Geschossattacken. Ja. Du bist keine Kiste. Du bist eine Kiste. Haha. Und du bist auch eine richtige Kiste. Nicht so wie das komische Ding vorhin. Tränke. Heilende Hände. Schutz aus Gesicht. Können weg. Gildenschlüssel. Eisenstiefel. Giftresistenz plus 5 würde ich jetzt nicht nennen. Das verkaufe ich lieber, weil es so viel wert ist. Und Piratensiebel hattest du, glaube ich, schon, ne? 2d4 plus 5. Nö. Stimmt, der da ist besser als der Piratensiebel. Aber der Piratensiebel sieht schick aus. Eine Alraune kommt mit. Du bist schon wieder gedrückt. Die Schalter hier sind echt komisch. So, Gegner haben wir keine mehr. Tür gibt mir den Schlüssel auf. Und jetzt gibt mir ganz viele Truhen. Au. Oh. Oder Sherry Carnegie. Ich hätte irgendwie mehr erwartet. Aber es wäre auch komisch, wenn man die Geisel in einen Raum voller Gold einsperrt. Hm? Auch wenn sie ja nicht wirklich was damit machen kann. So, wir wollen jetzt schnellstmöglich zurück nach Neusorpigal. Da die gute Frau abgeben. Unseren Gewinn einsahnen und danach verprassen. Für diverse Sachen. Verkaufen können wir noch ein bisschen. Zum Beispiel seine Schuhe. Wir brauchen unbedingt, wo wir gerade in Neusorpigal sind, dann auch neue Reagenzien. Weil hier gibt es ja leider keinen Gemischtwarenladen. Also der eigentlich nur Kräuter und leere Flaschen verkauft. Was noch? Zauber waren noch ein paar recht teure da. Aber gucken wir mal. Alles nach und nach. Erstmal. Da. Frank Fairchild in Neusorpigal. Mhm. So. Gemischt Warenladen. Die Kräuter, die wir schon x-tausendmal haben. Weg,
weg, weg, weg, weg, weg, weg. Rüstung auch weg. Und Kinkerlitzchen waren hier vorne auch noch. Wobei die Kinkerlitzchen später aufmachen. Also 1, 2, 3. Verkaufen. Weg, 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 weg. Und hast du vielleicht leere Flaschen? Oh, oder Mana-Trinke. Und noch diese komischen Beeren. Sehr schön. Alles gekauft. Spezialitäten. Ein Wundenheiltrank ist eine Spezialität in Neusorpiga. Das sagt einiges über die Stadt aus. Magische Feier, Meditation. Nee. Raus. So. Die gute Frau abgeben. Nein. Nein. Hier war der komische Kauz. Ja. Und hier war die Kobra, ja. Man kennt ja doch langsam die Einwohner dieses kleinen Ortes, ne? So viele sind es ja nicht. Schön, dass du da bist. Jetzt kam hier Experte und Experte. Trainingshalle können wir gleich rein. Wie geht's? Ah, jetzt fällt es mir ein. Der Typ war im Rathaus. Schön, dass du da bist. Feuermagie bist du schon, ne? Ja. Du brauchst Luftmagie-Experte. Ich glaube, den gab es sogar hier, aber der war nicht so leicht zu erreichen. Da drauf müsste er sein. Und wir haben keinen Flugzauber oder Sprungzauber.